Neben ihrer Beziehung geben Stefan Maros, 47, und Anna-Karina, 30, Wojcak auch ihren gemeinsamen Wohnsitz auf. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass sich der Schlagersänger und die einstige DSDS-Teilnehmerin nach über 3 Jahren Ehe getrennt haben. An seinem Geburtstag hatte Stefan erfahren, dass seine Verflossene sogar schon wieder einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Doch nicht nur das, Anna-Karinas neuer Freund half ihr wohl auch beim Auszug aus ihrem einstigen Liebesnest. Laut Bild stehe Stefan und Anna-Karinas Anwesen im bayerischen Markt Windorf bei Passau derzeit für 1,19 Millionen Euro zum Verkauf. Das 2007 erbaute Haus verfügt über eine Wohnfläche von 148 Quadratmetern sowie einen eigenen Spa-Bereich inklusive Whirlpool und Sauna, einen Salzwasser-Außenpool und ein Gästehaus. Stefan sei gerade dabei, seine persönlichen Gegenstände auszuräumen. Auch Anna-Karina habe ihre Sachen bereits abgeholt, wohl in Begleitung ihres neuen Freundes Daniel. Der Hausherr soll nichts dagegen gehabt und ihn hereingelassen haben. Angeblich unterhielten sie sich sogar rund 3 Stunden miteinander. Auch wenn Stefan sich nach dem Liebesouting seiner noch Ehefrau zunächst schockiert gezeigt hatte, betonte er bereits, keinen öffentlichen Rosenkrieg austragen zu wollen, Anna ist ein wunderbarer Mensch. Mit ihr hatte ich die intensivste Zeit meines Lebens. Eine Trennung sei dennoch immer schlimm. Es gebe zwischen ihnen auch noch viel zu klären.